herzlich willkommen wieder mal auf crazymining.de. Wir haben schon lange nichts mehr von uns hören lassen. Ich wollte euch einfach mal Neuerungen hier zeigen, beziehungsweise was sich alles so auf dem Server mittlerweile getan hat. Ich habe euch im zweiten Video einiges von meinem Haus im Freebuild gezeigt. Da hat sich ein bisschen was getan, da hat sich ein bisschen was geändert. Das würde ich euch ganz gerne mal näher bringen und dann auch zeigen. Ich habe auch dann Vergleichsbilder, die ich einspielen werde. Das seht ihr zum Beispiel schon mal gleich hier im Flur. Da hat sich ein bisschen was getan. Wenn man das mit dem anderen Bild so vergleicht, der ganze Vorbereich hier, der hat sich etwas verändert. Ja, hier sind ein paar Bilder weg. Das liegt einfach auch daran, da wir leider auch gerade mal übelst gegrieft worden sind mittlerweile. Haben wir aber das Gebiet für uns gesichert. So, in der Küche hier, die ist bisher immer noch so geblieben, wie sie war. Da hat sich nichts weiter dran verändert. Aber wir gehen mal eine Etage nach oben. Und wenn ihr vielleicht hier schon mal schaut, das Fenster ist ein ganz anderes. Und wenn man hier so um die Kurve kommt, ui, das sieht auch ein wenig anders aus, wie man das in einem Vergleichsbild sehen kann. Da war früher eine Tür, wo dann dahinter die Treppe zum Speicher hinging, geradeaus ging auch in das Kaminzimmer hinein. Das hat sich jetzt auch ein wenig geändert. Die Bildergalerie, die wir hier drinnen hatten, wo das schöne große Bild hier gehangen hat, kommt vielleicht wieder hin, hat sich auch ein bisschen verändert, ist ein bisschen umgebaut worden hier. Hier habe ich mir mal ein paar Köpfe an die Wand gehängt und von hier aus kommt man nämlich dann jetzt in das Kaminzimmer hinein, wie das schon mal gezeigt worden war. So. Dann im Video 2 hatte ich erwähnt, ja, dass ich oben halt einen Speicher habe und ich noch nicht so ganz genau weiß, was ich daraus denn machen möchte. Ich werde es euch zeigen. Das ist mittlerweile daraus geworden. Quasi ein kleiner Hauptbahnhof. Hier führen viele, viele Schienen zu meinem Dach. Einmal vom DJ Scratcher, von The Sweet Candy Girl, vom Biomass, von der Maria Helix und vom Brother MM. Und zum Lager geht's hier auch. Das ist gerade das Minecart nicht da. Ist nicht schlimm, egal. Wir werden das gleich alles hier noch ein wenig erkunden, das ganze Areal. Das ist nämlich mittlerweile um einiges gewachsen, wenn ich bedenke, ich habe damals an dem Platz, an dem wir jetzt hier stehen, einfach nur mit einer viereckigen Holzhütte angefangen. Daraus ist jetzt mittlerweile einiges geworden. Ja, so sieht also jetzt der Speicher aus, beziehungsweise, ups, muss ich nochmal zeigen. Es geht nämlich jetzt noch eine Ecke höher, da ist noch was draufgekommen. Hier oben habe ich mir dann mein Schlafzimmer eingerichtet. Jo, erstmal klein, fein, kuschelig, eine kleine Leseecke hier, kleinen Balkon mit einem Creeperkopf, das sieht total geil aus. Bei dem Bau hat mir außerdem der DJ Scratcher ganz gewaltig geholfen, beziehungsweise den größten Teil hat er sowieso hier oben ausgebaut und verändert. Also da muss ich dem Jungen echt mal einen Hut abziehen. Da hat er wahnsinnig Arbeit reingesteckt, wahnsinnig Fantasie hineingesteckt. So, wir hatten auch unten im Keller ein bisschen was getan. Ich habe gesagt, ich habe ja hier mein Feld, da hat sich im Prinzip nichts dran geändert, das ist wie E und E. Aber wenn man dann mal ganz nach unten geht, habe ich hier den Technikraum ein bisschen ja verändert. Auch hier das Vergleichsbild. Die Redstone-Leitungen habe ich ein bisschen versteckt, einfach sieht es besser aus. Zweitens, wie gesagt, wir wurden hier übelst gegrieft und ich dachte mir einfach, Redstone kann man ohne weiteres abbauen, ohne dass auch ersichtlich ist, wer es abgebaut hat. Aber Steine, die baut man eben halt nicht so ohne weiteres ab. Aber das ist eigentlich jetzt eh alles Geschichte. Wie gesagt, das ganze Gebiet ist auf die Mitglieder hier protected. Gut, schauen wir mal weiter. Wie sieht's hier aus im Haus, beziehungsweise um das Haus herum? Wir haben beim letzten, bei der Vorstellung im Teil 2 auch ein Lagerhaus gezeigt und den Hinterbereich, den man jetzt hier sieht, der hat sich auch ein wenig verändert. Das wird man im Vergleichsbild feststellen. Und auch, wenn man hier hinten guckt, aus dem Lagerhaus ist auch noch ein bisschen mehr geworden. Das Lager soweit geblieben. Aber ich habe mir hier auch noch einen kleinen Stall hingesetzt.
Denn ab der 1.6er Version, ihr wisst es ja, es gibt Pferde. Und wir schauen mal, wo die kleinen Racker sich hier rumstreunen. Da sind sie wohl. Alle drei. Jawohl. Zwei Esel und ein Pferd. Ein paar Blümchen wachsen hier auch. Wunderbar, wunderbar. Gut. Das war erstmal das Lager soweit. Gehen wir wieder zurück ins Haus. Einmal hier wieder durch den Hintereingang. So, einmal, na, Tür zu. So, und dann habe ich euch auch meine Vorderfront des Hauses damals gezeigt. Das werde ich jetzt wiederholen. Das sah nämlich jetzt so aus. Auch ein wenig anders als auf dem Bild, was man hier so sieht. Außerdem hatte ich damals auch gesagt, Brother MM und der Zill 2011 sind hier mit auf dem Gelände. Irgendwo da oben und da hinten. Ja, da ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen was dazwischen entstanden. Da haben wir auch der DJ Spetcher zum größten Teil diesen monumentalen Turm hier gebaut. Und da kann man auch hineingehen. Wenn man mag, kann man gerne die Treppen laufen. Es gibt aber auch einen Wasserfahrstuhl, der einen nach oben bringt. Können wir gleich mal machen. Allerdings gibt es hier hinten dran auch noch eine kleine Kirche. Jo, die haben wir auch mal eben so in anderthalb, zwei Tagen aus dem Boden gestampft. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Eine schöne Orgel da oben drin mit entsprechenden Fenstern. Da stehen noch, hängen noch ein paar Fackeln, die müssen wir vielleicht nochmal wegmachen oder durch was anderes ersetzen. Hier oben der Glockenturm ist noch nicht so ganz fertig, da muss eventuell nochmal daran gearbeitet werden. Eine Galerie da oben, naja, alles ganz nice geworden, wie ich finde. Gut, ja, einmal rauf auf den Turm, würde ich sagen. Von da aus haben wir nämlich auch nochmal eine schöne Aussicht über das ganze Gelände. Wir benutzen dafür erstmal den Fahrstuhl nach oben. Gleich geschafft. Ihr seht, der Turm ist ein bisschen größer. Wir haben da so ein paar Steine, beziehungsweise der DJ Scratcher hat da so ein paar Steine drin verbaut. Allerdings, es gibt noch viel mehr zu zeigen. Dann da oben hat man ganz gute Aussicht. Da sieht man schon so einiges. So. Und wir sind dann schon oben. So, schauen wir mal. Oh, geh mal hier rauf. So. Wir sehen von hier oben auch schon mal wieder einige Bauwerke. Da drüben die Creeperköpfe, das Haus oder das, die Unterkunft von der Sweet Candy Girl. Hier uns gegenüber, wo das Kreuz oben drauf ist, ist die Behausung im Berg vom DJ Scratcher. Da sehen wir ein Baumhaus von der Maria Helix und hier unten kann man so andeutungsweise eine Mauer sehen. Und das hier, was man hier sieht, das ist mein Eigenheim. Schauen wir mal, zu der Seite kann man hier was sehen. Ja, ist ein bisschen dusig, bisschen dünstig. Da hinten geht die Mauer weiter. Wir werden da gleich mal nochmal näher drauf eingehen, indem wir da mal eine Runde hinfliegen werden. Da ich mittlerweile ja VIP-Status habe, hier kann man den Glockenturm mal von oben sehen. Da ist noch ein großes Lagerhaus. Da hinten fliegen wir gleich hin. Da wohnt der Brother MN. Und hier drüben, na, auch ein bisschen dunstig zu sehen. Da hinten der Holzkasten. Das ist der Zill 2011. So, dann machen wir Folgendes. Und heben einfach mal eine Runde ab. Ja, hier unter mir zu meinem Haus gibt es halt jetzt auch entsprechende Minecart-Bahnen. Diese Minecart-Bahn geht einmal zum Brother MM und zum Lagerhaus. Da ist mein Haus, da ist mein Stall, meine Pferde. Und wir fliegen einfach mal jetzt hier die Mauer ab. Eins der Haupttore, die ich gebaut habe. Für die Mauer bin ich tatsächlich fast komplett alleine verantwortlich. Die habe ich in, ja, hat schon ein paar Tage gebraucht und auch ein paar Steine gekostet, die ich da entsprechend gefarmt habe und hier verbaut habe. So, fliegen wir mal in diese Richtung. Hier habe ich einfach mal ein paar Bäume davor gesetzt, die sich hier so schön in
tja, in diesen kleinen Turm hinein wursteln und schlängeln, hier ebenso. Hier haben wir ein bisschen Dschungelgebiet angrenzend. Da ist, wie gesagt, das Berghaus drin von DJ Scratcher. Der hat hier auch ein kleines Tor bekommen, was dann in den Dschungel mündet zur Maria Helix. Weiter. Hier hat der DJ sich so ein kleines Testgelände aufgebaut und probiert da mit Redstone-Schaltungen einiges aus. Der Junge hat echt Talent, das muss man einfach mal sagen. So, hier geht die Mauer weiter, ein bisschen durch den Berg gebuddelt. Hier haben wir ein weiteres Haupttor bei der Sweet Candy Girl mit ihrem Creeper-Kopfhäuschen. So, wir fliegen mal hier rein. Da kann man natürlich auch in die Mauer reingehen, das geht nämlich auch, die ist wohl von innen. Wir laufen mal einfach hier mal eine Runde rum, bis zum nächsten Ausstiegspunkt. Müsste da vorne schon sein, da haben wir ihn schon. Zack, hier kommen wir dann in einem solchen Aussichtsturm an, mit entsprechenden Schießscharten. Und wir können einfach mal hier durch die einzelnen Biome hindurch. So. Und weiter entlang die Mauer fliegen. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, was soll denn da die Glasmauer? Die Glasmauer ist die Grenze für dieses gesamte Gebiet. Alles innerhalb dieser Glasmauer ist für die Bewohner hier entsprechend protected. So, hier geht die Mauer weiter. Bis zum Zill da oben. Auch da gibt es eine Brücke rüber zu ihm. Da kann man zu Fuß hingehen. Und wir kommen jetzt hier vorne zu einem neuen Bauabschnitt, den der DJ Scratcher und meine Wenigkeit ja gestern quasi schon mal so begonnen haben. Wir haben ja so ein bisschen was trockengelegt. Gebe zu, ein bisschen hat uns Kranzuka auch geholfen, das Ganze hier so ein bisschen auszuheben und trocken zu legen. Wir wollen einfach hier hinter dem Strand, wo uns dann vor dem Strand auch ein entsprechendes Tor ist, einen kleinen Hafen bauen, in dem wir ja schon mal angefangen haben, ein Segelschiff zu bauen. Da sind wir noch dabei. Und ja, das hat einfach noch, ja, ne, da ist mal ein bisschen was dran zu tun. Da sind wir noch nicht so ganz fertig. Hier ist dann der Strand. Kleines Hafengebecken, wie gesagt. So, also, dann weiter zur Mauer. Mal hier von vorne geguckt. Ja, den ganzen Bereich habe ich mal ein bisschen mit Farn abgedeckt. Ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Müsste man vielleicht nochmal so hier einen Scherenschnitt dran setzen. Aber soweit schon ganz okay. Gucken uns das... Ups, mal richtig landen hier. So, da kann man natürlich auch rein. Einmal hier rauf. Hier ist ein Bereich, an dem man rausschauen kann. Und man kommt auch ganz nach oben. Und hat dann hier entsprechende Aussicht nach vorne und nach hinten auf den kleinen Hafen und den Strand. So, weiter geht's. So, hier haben wir die weiteren Mauerumrandungen. Hier haben wir noch einen kleinen Innenbereich, den ich zeigen möchte. Da haben der Brother MM und die Maria Helix, glaube ich, ganz feine Arbeit geleistet. Und zwar haben wir hier eine Eissauna. Wer mag, darf sich auch gerne mit Schneebällen bewerfen, wer das gerne möchte. Und hier nebenan, wem es da beim Schneebereich etwas zu kühl ist, der kann sich auch gerne hier in der Sauna ein wenig aufwärmen. Auch der Brother MM und die Maria Helix gebaut, aber allerdings auch wieder Hilfe mit den Admins, denn hier im Freebuild ist es ja nicht möglich, Lava zu setzen. Da mussten die Admins dran, auch hier ein wunderschöner Wasserfall, den die gebaut haben, auch hier nochmal die Lava hinter dem Glas. Das geht, wie gesagt, nur, wenn die Admins da Hilfe leisten. So, dann fliegen wir mal jetzt hier hoch. Da hat der Brother MM nämlich sein Domizil, auch in luftiger Höhe. Hat er sich hier oben auch eine schöne Aussichtsterrasse gebaut. Hier kann man mal reingehen.
Da hat er ein schönes Kreuz gebaut. Hier geht's raus. Hat er sich auch ein kleines Schwimmbad davor gesetzt. Lalalala. Da drüben geht's dann zum Lager. Wie gesagt, da gehen die Minecarts entlang. Das geht dann auch beim Brother da unten rein. Der hat sich da einen Bahnhof hingesetzt, wo er von meiner Wenigkeit beziehungsweise ins Lager zu mir und der Sweet Candy Girl entsprechend fahren kann. So, genau. Wir haben hier das Lagerhaus. Da haben so einige ihre Kisten drin. Und das Lagerhaus kann jeweils immer von meiner Seite per Minecart angefahren werden. Wir gucken da mal kurz rein. Das Minecart müsste quasi... Jawohl, steht da. Das schicken wir dann auch mal wieder zurück zu mir, damit auch jeder zum Lager kann, wenn er das denn möchte. Das Lager ist hier unten drin. So, hier sind die verschiedensten Kisten. Hier hat sich zum Beispiel der Zill seine Ecke gemacht. Das ist, glaube ich, von der Maria Helix. Einige Kisten sind hier noch leer. Die können noch vergeben werden. Das muss allerdings dann beim Brother MM angefragt werden. So, ja, also ihr seht, da hat sich von damals zu heute, was jetzt mittlerweile bestimmt gut 4 oder 5 Wochen her ist, von der Aufnahme bis jetzt einiges getan. Wir sind wieder hier, hier sitzt auch der MaxoGamer34, hat sich hier ein Häuschen gebaut, ist allerdings relativ selten da. Und hier, wer irgendwelchen Müll hat, kann das gerne hier hineinschmeißen, denn da unten habe ich auf meinem Gelände Lava entdeckt. Ja, so viel zu den Neuerungen eigentlich hier im Freebuild. Es gibt noch weitere Neuerungen, die ich allerdings dann wahrscheinlich wieder zusammen mit dem Brother MM oder mal sehen, wer noch alles dabei ist, ergeben hat. Die Paintball-Arenen sind erweitert worden. Mein Set, wir kommen da endlich mal rein. Oh, schaut mal hier, da ist mittlerweile sogar eine Brücke gekommen. Die ist neu, die kenne ich sogar selber noch nicht. Ich nehme an, der DJ Scratcher war da schon wieder fleißig. Der Junge, der ist unermüdlich. Gut, ja, ich würde sagen, in dem Sinne, wir beenden die Aufnahme da, wo wir gestartet sind. Und zwar in meinem Vorraum. Na, Jutsu. Und in dem Sinne würde ich dann mal sagen, bis neulich. Tschüssi.